Moin Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück beim großen Preis von Abu Dhabi mit dem Virus. Hallo Freunde! Ja, und wie ihr seht, haben wir im Qualifying, dunkel wie die Nacht, oh. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass hier alles gut Gut ausgeleuchtet beleuchtet, ist? genau. Ja. Aber wird wohl. Wenn ich Probleme im Hell kriege, kriege ich noch mehr Probleme im Dunkeln, glaube ich. Ja, im Dunkeln sieht man es nur nicht so schnell. Ich glaube, ich sollte mir hier noch ein bisschen Licht anmachen, damit ich auf der Strecke ein bisschen mehr sehe. Ja. Du kannst ja auch einen Baustrahler ans Auto hängen, wenn dir das hilft. Darf ich das echt? Ja, mach du mal. Oh! Ja, egal, da kürze ich ab. Alter, die Boxenausfahrt, gut, da war ich viel, viel zu schnell. Die ist aber sehr gut ausgeleuchtet, alter Verwalter. Oh ja. Finde ich sehr schön. Ist zwar nicht wie Tag am Hell, weiß definitiv, so weißes Licht ist das. Ja, Ja, ja. oh! Aber du siehst dann im Hintergrund, wie alles dunkel ist, alles pechschwarz, Alter. Krass, geil. Ich hoffe, dass in Abu Dhabi, also wo wir jetzt hier fahren, mindestens 15 Grad im Schatten, wollte ich schon sagen. 15 Grad ist so abends. Ihr kennt dann diese schwüle Sommerwärme da so, ne, wenn richtig Hochsommer ist. Damit die Leute auf der Tribüne nicht frieren. Du, das ist mitten in der Wüste, ich glaube. Ja, da gibt es Schnee ohne Ende. Ja. Ich habe auch gerade eben gar nicht auf die Gradzahl geguckt, aber ich nehme an, es ist schön muckelig. Lass ich mal den Quaid hinter mir. Na, na, na. Oh, hier ist das hier blau beleuchtet mit diesem Kegel, Alter. Geil, ey. Naja. Du hast gar keine Zeit. Oh, geil. Die Umgebung zu genießen, ey, weil du hier voll echt am Limit hast. Oh ja, das stimmt. Hier rechts sehen wir auch einen Yachthafen. Guckt an. Nein, Daniel, guckt nicht so viel auf die Umgebung. Na, zu schnell. Gut, dass das erst die Einführungsrunde ist. Weil diese Rennstrecke, die ist mitten ins Meer gebaut worden. Ja, müsst ihr euch mal reinziehen. Da wurde extra Sand aufgekippt und alles, um diese Rennstrecke zu bauen. Ja, haben die echt gut hingekriegt. Aber sowas von. Das ist ein richtig fleißiges Völkchen, ey. Ja, hat auch genug Geld gekostet, aber die Scheiß, die haben's ja. Ah, das wäre aber mal so ein Urlaubsziel, oder nicht, Daniel? Ja. Da könnte man doch auch mal hinsuppeln, ey. Erstmal eine gescheite Zeit suppeln. Ja, da habe ich Zeit liegen gelassen, glaube ich. Oh, ich krieg die Meldung schon wieder, weil keine Ahnung Ja, ich warum. auch. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es kommt mir so vor, als wenn das mit dem Fixor kostenlos ist. Echt? Weiß ich nicht. Also, wenn das da unten schon eingeblendet wird, dass es das da ist. Und Steam zeigt mir an, dass da ein Update vorhanden ist. Dann wird das wohl wahrscheinlich kostenlos sein. Wäre mal eine coole Sache, weil die letzten zwei Killer Ich hier haben ja glaub's ein schon, wenig. mega Geld gekostet. Also sagen, jetzt machen wir wieder was für umsonst rein. Aber bei der neuen Map, neuen Survivor, keine Ahnung. Schauen wir Ne, uns das dann mal eher an. weniger. Dann lassen wir uns mal Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen.
So. Ja, die gucken hoch und rein, Mensch. Der guckt mich erst eine halbe Stunde an und dann will er mich reinschieben. Lol. So ein bisschen merkwürdig hier, diese. Keine Ahnung, was hinter mir passiert, soweit darf ich ja nicht gucken. Ja. Willst du wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Oh, ey, Alter, hallo? Hör mal, gegen, für deine Fantasie, da kann ich nichts. Boxenstopp. Das reicht, das reicht. Wollen wir jetzt nicht übertreiben. Mal den Bottas noch zu. Haben noch 5 Minuten vom Qualifying, Daniel. Und 7 von 20 draußen. Naja. Ach, Bottas. Bottas kommt in die Box. Bottas, was hat er denn gefahren? Den 4. Ricardo ist der 3. Oh, schön. Da ist der Camilo, da Quinto! Da 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 da. Auch schön, wie sich das blaue Licht von den Gebäuden auf dem Auto widerspiegelt. Oder auf der Straße, so in der Umgebung generell. Also geil gemacht, definitiv. Da hat Codemasters mal richtig schöne Arbeit gemacht. Hat sich schon Zeit gelassen dafür. Ja, hat auch genau gepasst. Lewis Hamilton auf dem 3. mit 1,45. Na guck, wir haben uns aber gut abgesetzt. Sag mal, die können uns erstmal so schnell nix. Nö. Wir haben noch warten, bis die blöde Zeit abgelaufen ist, damit wir weitermachen können. Liebe Massa. Dann können wir dann... Oh, guck mal, der Ocon kommt gerade aus dem Boxenstopp raus. Ja, mal Lewis. Aber wenn man so von der Box rausguckt, ist es ganz schön dunkel. Lewis war doch dieser Dschungelkönig da, ne? Nee, das war Julian. Pink King Louis, der König im Affenstall. Ah, der heißt ja nicht Lewis, sondern Louis. Ja. Nein, naja. Das war, okay, das war das andere, ja gut. I want my cooking to win. Oh, da hat echt nicht viel gefehlt. 250. Ja, die anderen sind bald weg. Ja, die habe ich im ersten Sektor liegen gelassen. Keine Ahnung wo. Guck an. Oh, jetzt wird die Strecke wieder voll. Jojo. Oh, der Hamilton fährt rein. Ja, der hat auch. Die ganzen Top-Platzierten sind ja alle schon durch. Sergio. Hier ist richtig was los. Ja, ja. 16 von 20. Gut, dass wir das jetzt unser Wechsel haben hier. Können wir zurücklegen, kleinen Longdrink trinken und morgen ans Rennen gehen. Oder was macht so ein Formel-1-Fahrer, wenn er seine Dings gefahren hat? Keine Ahnung. Sich mental auf morgen vorbereiten. Gute Idee. Da ich Camillo gerade seine Flasche höre, trinke ich jetzt auch mal was. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, das Rennfahren macht durstig. So, jetzt. Das ist 1 Minute 20, dann ist das endlich vorbei. Dann können wir. Dann kommt der letzte schwierige Teil. Yeah. Ricardo 4., Bottas
fünfter. Peres Wechsler. Wow. Bei 1, ja, wenn das so bleibt. Also Peres ist echt nicht schlecht. Die Force India, die sind gar nicht mal übel. Carlos Sainz, Pascal Wehrlein. Und Ocon kommt ja auch noch und Verstappen auch. Also die werden sich noch weit vorne einreihen, glaube ich. Oh, die letzten 35 Sekunden. Dann bin ich gleich mal gespannt aufs Endergebnis, du. 21 Grad Lufttemperatur. Guck an. Ja, guck, Alter, es ist ganz schön warm bei denen. Da sitzt du mit T-Shirt auf der Tribüne und guckst jetzt das Rennen, ey. Hast mit deinem besten Kumpel dann noch dabei, bist du was zu schlabbern, ey, und dann gib ihm. Und dann schön das Rennen genießen. Das ist geil. Ja, immer davon träume ich noch. Das will ich mir mal irgendwann, vielleicht aber auch nicht. Kommt drauf an, keine Ahnung. So, Qualify zu Ende, meine Freunde. Ja, wollen wir mal gucken. 1-0. Oh, der Valtteri vor Hamilton. Oh, der hat sich nochmal, der hat aber nochmal gut nachgelegt. Ja, Verstappen auch, Ocon auf 8. Ja, guck mal, die sind genauso wie im letzten Rennen, haben sich alle positioniert. Mercedes, Red Bull und Force India. Ja. Oh, und sogar 10. und 11. Platz die Haas. Na, Hammer. Ja, wenn der Hülki nicht dazwischen gewesen wäre, hätte es noch besser gepasst. Alter, aber Verwandt. Egal. So, mein lieben Freund, ich würde sagen, wir sehen uns dann im Rennen. Macht's gut. Tschö. Ciao mit V.